Herzlich willkommen zu meiner Demo-Session zum Thema Open Map Tiles und wie wir daraus eigene Karten machen können. Als erstes lade ich hier mal erstmal alle Git-Repositories runter, die wir brauchen. Und zwar unter anderem Open Map Tiles, dann ein paar Fonts, ein Style, den wir verwenden und Map Libre, um das Ganze dann nachher anzuzeigen auf einem eigenen Server. Eigentlich war das ja als Live-Demo in Marburg geplant, ist ja nur leider nicht möglich. Daher habe ich mir ein Thema rausgesucht, sonst hätte ich nämlich in den Raum die Frage gestellt, was machen wir, während er hier runterlädt. Ja, werde ich das mal kurz erläutern. Also wir bauen mit Open Map Tiles eine eigene Karte, wo wir ein Punktobjekt dann noch zusätzlich darstellen, und zwar die Gasmarker, die es gibt. Wie gesagt, das gucken wir uns alles jetzt Schritt für Schritt an. Ich habe das hier auch mal ein bisschen beschleunigt an einigen Stellen, das Video. Also war das gar nicht so verkehrt, die Vorab-Aufzeichnung. Und ja, jetzt haben wir jetzt hier alles einmal runtergeladen. Und nun schauen wir mal weiter. Das ist quasi das Verzeichnis mit Open Map Tiles. Dort wollen wir erstmal anfangen. Und um das zu machen, müssen wir jetzt immer Daten runterladen. Dafür laden wir uns Extrakte runter, unter anderem von BBBike, oder wir können das auch live machen. Wir machen einen kleinen Ausschnitt, damit das alles etwas schneller geht. Also wie gesagt, zur Entwicklung ist es immer gar nicht verkehrt, wenn man sich erstmal nur einen kleinen Ausschnitt, zum Beispiel seine Gegend hat oder wo man speziell die Objekte, die man darstellen möchte, herunterlädt. Nach BBBike kann man jetzt natürlich wunderschön einfach sagen, ich mache hier mal so einen kleinen Ausschnitt aus meiner Gegend. Ich mache hier mal den Norden von Teltow Fleming, also südlich von Berlin. Extrahiere mir den. Und dann kann ich mir den auch runterladen. Dann können wir nämlich mit dem jetzt hier entsprechend weiterarbeiten. Wie gesagt, das dauert je nachdem, welche Größe man hat. Also wir brauchen hier das PBF-Format. Also osm.pbf wird das hier genannt. Jetzt ist es schon fertig, laden wir uns das mal schnell runter. Warten ganz kurz, wenn wir das jetzt hier runtergeladen haben, können wir das Ganze auch in ein Datenverzeichnis packen. Das müssen wir jetzt hier einmal anlegen. Also wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, die zeige ich nachher, wie man kleine Ausschnitte machen kann, also Berlin oder Brandenburg, also ganze Landkreise oder auch NRW oder Bayern oder sonstiges. Schieben wir das Planet-File in das Datenverzeichnis, benennen das entsprechend, wie wir das nennen. Ich nenne das mal TF Nord. Jetzt brauchen wir hier unseren kleinen Ausschnitt, also das ist das Open Map Tiles. Hier müssen wir in der Umgebung, setzen wir uns jetzt mal am besten erstmal, welche Bounding Box wir haben, dass bei dem Generierung das nicht ganz so groß ist. Sagen wir, wollen von Zoom Level 0 bis 14 das Ganze machen. Und wie gesagt, hier kann man noch mehr einstellen, das soll es aber erstmal gewesen sein. Und dann starten wir auch mit dem Quick Start. Hier geben wir jetzt unseren Namen des Extraktes an, also das TF Nord ohne das osm.pbf. Wir könnten jetzt ja auch Berlin angeben oder Brandenburg oder sonstiges. Um jetzt hier Docker nicht jedes Mal runterladen müssen, also wie gesagt, das läuft mit Docker. Haben wir das jetzt mal reingemacht, so nach dem Motto, dass er das nicht jedes Mal neu prüft. Geht dann nämlich schneller, weil sonst müsst ihr jedes Mal Docker fragen, gibt es hier irgendwas Neues, lädt das runter gegebenenfalls oder auch nicht. Und ja, also wie gesagt, es sollte Docker installiert sein. Es gibt auch quasi in diesem Quick Start, was wir jetzt hier benutzen, so eine kurze Anleitung. Possum wird da benutzt, aber wie gesagt, das ist alles in diesen entsprechenden Docker-Containern von Open Map Tiles enthalten. Die Fehlermeldung, die wir jetzt hier sehen, ist quasi von unserem Extrakt, weil es halt was abgeschnitten hat und dann einzelne Knoten nur existieren für einen Weg, was ja nicht in OpenStreetMap nicht funktioniert. So nach dem Motto, besteht ein Weg hier aus mindestens zwei Punkten. Und ja, wie gesagt, das basiert auf Open Map Tiles. Jetzt lädt er hier noch aus Wikidata einige Daten herunter. Und baut jetzt uns intern eine Datenbank auf. Das läuft auch in einem eigenen Container.
vom Docker. Ja. Warten wir hier das mal ganz kurz ab. Schauen wir mal hier rein in den Quickstart Guide. Also wie gesagt, das haben wir hier gemacht mit Quickstart Umgebung angeben. Hier sind nochmal die ganzen Anforderungen, die an dem System, was installiert werden muss. Dann können wir das Quickstart benutzen, was wir benutzt haben. Also man kann einen eigenen Extrakt machen oder man gibt diese Länderkürzel entsprechend an. Das lädt er dann vom Download-Server von der Geofabrik runter. Und unten sieht man auch nochmal so nach dem Motto, welche Befehle man macht. So nach dem Motto List Geofabrik zum Beispiel kann man sich die ganzen Informationen anzeigen, die dort sind. Start mal Putnik benutzen wir nachher. Und ja, hier sieht man alles, was man hier noch so machen kann. Wir gehen erstmal nur, oder kratzen nur erstmal auf der Oberfläche. Gehen nicht so in die Details. Man kann dann auch sagen, man möchte jetzt nur neue Kacheln generieren. Also für Updates und so weiter, das kann man dann in der Config einstellen. Ja, ich glaube, dieser Prozess dauert jetzt hier so Pi mal Daumen 5 Minuten. Schauen wir mal nachher nach. Jetzt ist er auch schon so fertig, dass er alle die Datenbank soweit vorbereitet hat. Und jetzt exportiert er entsprechend die Daten und er exportiert hier so 1100 Kacheln. Die generiert er hier, wie gesagt, am Anfang sind die Zeiten sehr hoch, weil er die höheren Kacheln natürlich mehr Daten drauf sind. Wenn die Detailkacheln dann kommen in den unteren Ebenen, sind da nicht mehr ganz so viele Informationen drin, aber halt detaillierter. Die gehen dann, es wird dann als solches immer schneller. Schauen wir mal gleich, der ist ja gleich durch. Ja. So 2-3 Sekunden, dann ist er hier auch fertig. Genau, jetzt ist er soweit durch. Hier sieht man auch noch mal, was hat er exportiert, von 0 bis 14, welche Layer sind dort enthalten, mit welcher Bezeichnung, wie viel Kacheln haben wir als Ganzes. Das sehen wir hier. Also wir haben einen Ausschnitt, deswegen ist Kachel 0 bis 8 erstmal nur ein Level. Hier sieht man, was er noch so generiert hat, was man für Befehle, das haben wir vorhin schon in dem Quickstart Guide gesehen. Und ja, er hat knapp über 5 Minuten benötigt. So, dann haben wir nämlich jetzt als erstes unseren ersten Teil fertig. Also ich habe das jetzt immer ohne eigene Information gemacht, also nur zu gucken, läuft das. Hier sehen wir unsere Tiles.mbtiles, das ist die Teildatei. Und jetzt können wir mal gucken, was ist dort enthalten. Dann machen wir einfach dieses Make Tilesurf können wir zum Beispiel machen. Wie gesagt, können wir hier mit Help nochmal gucken. Genau, startet Tilesurf. Ist der Befehl, dann startet er den Tilesurf. Den kann man natürlich fürs Debugging benutzen. Man kann den auch notfalls zum Ausliefern der Kacheln benutzen. Wollen wir jetzt aber nicht weitermachen, weil, wie gesagt, da ist auch noch Mapbox enthalten. Ich glaube, da gibt es auch ein Ticket dafür, dass da Map Libre eingesetzt wird. Und dann können wir uns nämlich gucken, was ist hier drin. Hier sehen wir so nach dem Motto unsere Tiles, machen einen View. Und dann sehen wir erstmal so eine Standardkarte. Also man sieht hier auch schon, dass wir nur einen Extrakt haben als solches und nicht die gesamte Karte. Also wir sehen schon unsere eigenen Daten, die wir jetzt generiert haben. Ja, hier ist nochmal so kurz die Ausgabe, wo man sieht, welche Kacheln wurden abgerufen. Brechen wir das mal ab und gehen weiter zum nächsten Schritt. Also man kann das auch zum Beispiel mit QGIS, also man kann das auch mit QGIS weiterarbeiten, beziehungsweise ein Debugging machen, gucken, so nach dem Motto, hat er jetzt das exportiert, was ich haben möchte. Und dann können wir uns auch die Informationen hier anzeigen, beziehungsweise sagen hier, jetzt habe ich hier noch ein bisschen viel, schauen wir mal hier irgendwie, ob wir hier irgendwo Punktobjekte finden, weil wir wollen ja Punktobjekte erstmal arbeiten. Na, wo haben wir jetzt hier was? Hier haben wir doch was. Genau, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Spielplatz. Also nach dem Motto, der wird entsprechend jetzt so dargestellt in diesem Standard-Rendering, was dort vorgegeben ist.
wollen wir jetzt nicht näher gucken, wie gesagt. Schauen wir mal weiter. Und zwar wollen wir Gasmarker machen. Wie gesagt, da müssen wir natürlich erstmal wissen, wie sieht das denn aus, so nach dem Motto, das ist dann entsprechend als Marker markiert. Hier gibt es Utility, so nach dem Motto, was wird damit transportiert. Also wir wollen ja Gas machen. Gucken wir dann uns mal im Detail noch an. Operator ist wichtig, Ref ist wichtig. Schauen wir mal hier rein. Also Utility Gas ist wollen, also wir wollen jetzt hier keine Ölpipelines oder sonstiges haben. Also müssen wir dann nachher das Ganze zum Filter verwenden und ist natürlich OpenStreetMap. Es entwickelt sich immer weiter. Es gibt natürlich noch den alten Pipeline-Marker. Dazu wird es am OSM Samstag auch nochmal eine Diskussionsrunde oder eine kleine Runde geben. Die wollen wir natürlich auch machen. Da sind natürlich diese Standard-Ref-Operator drin und natürlich das Support, was ich da gerade hatte. Die Substanz. Wie gesagt, das ist jetzt hier Substanz, bei dem anderen wurde Utility Guess, also ist das anders gemacht. Und wichtig ist natürlich auch dieses Pipeline-Ref, so nach dem Motto, wo ich sehe, welche Pipeline ist das, sondern nicht nur die Markernummerierung. Und da haben wir auch, wie gesagt, das Utility Guess drin. Beziehungsweise hier ist es ja Substanz Guess. Genau, fassen wir das mal kurz zusammen. Also wir haben Marker. Wir haben das Utility, was wir transportieren wollen, das Gas. Ja, das müssen wir dann nachher nämlich noch alles zusammentragen. Die Referenz. Dann haben wir unseren Operator, den wir haben möchten, eventuell darstellen möchten. Ja, wir müssen es ja nicht darstellen. Marker ist jetzt die neue Methode oder die aktuelle Variante, die verwendet wird. Und dann haben wir noch Pipeline. Wie gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Was wir gleich noch ergänzen. Natürlich haben wir auch hier Substanzgas. Für die alte Variante tragen wir das mal gleich da ein. Und Pipeline. Marker, da gibt es aber auch unterschiedliche, da werden wir nachher nicht den Marker benutzen, sondern einfach alles mit Pipeline importieren. Was haben wir noch? Wir hatten noch den Pipeline-Ref, also die Referenznummer der Pipeline, nicht nur des Markers. Machen wir das hier nochmal ein bisschen. Fassen wir uns das erstmal zusammen. Was wollen wir haben? Das sind erstmal so die Hauptschlüssel, die wir machen, und das sind die entsprechenden Felder, die wir oder Werte, die wir da hinzufügen wollen oder mit anzeigen wollen. Genau, also wie gesagt, ich muss halt wissen, was importiere ich oder was will ich haben, weil ich das nachher in Imposim eintrage. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Also wie gesagt, hier sind die ganzen Layers. Da wir Punktobjekte wollen, können wir natürlich erstmal den POI als Template nehmen. Da gibt es eine YAML-Datei, eine SQL-Datei, die wir nachher definieren, wo wir ein bisschen SQL schreiben. Wie gesagt, das ist sehr komplex, werden wir nachher alles kürzen. Und dann gibt es natürlich Imposim Mapping, also nach dem Motto, bei POI sind da ist natürlich sehr viele Sachen dabei. Und um jetzt einen neuen Layer hinzuzufügen zu unserer Open Map Tiles Karte, legen wir jetzt hier ein Verzeichnis Gas an für unseren eigenen Gas-Layer und definieren jetzt mal das Mapping. Das läuft im Imposim-Style. Wie gesagt, da kann man sich auch nochmal die Doku angucken. Und wir definieren jetzt einfach nur eine Tabelle mit unseren Gaspunkten. Nennen das Ding hier mal Gas Point. Und wir haben zwei Typen, beziehungsweise müssen erstmal sagen, so nach dem Motto, wir wollen nur Punktobjekte machen. Wie gesagt, das ist erstmal so das Einfachste, wenn man so mit Open Map Tiles anfängt, dass wir jetzt erstmal mit Punktobjekten arbeiten, nicht gleich mit Linien oder komplexen Geometrien anfangen. Und wie gesagt, da kann man sich natürlich die Layers nehmen.
die dort entsprechend schon vorhanden sind und passt die sich entsprechend an. Genau, jetzt nehme ich hier den Marker und habe hier einmal noch den Pipeline, wo wir gesagt haben, ist eigentlich Pipeline Marker. Wir nehmen aber alle Sachen rein, weil es ist nicht alles so, wie es im Wiki dokumentiert ist. Aus Erfahrung, jetzt packen wir noch die Spalten hinzu, die wir in der Tabelle jetzt haben wollen. Wie gesagt, das ist ganz normal, dass im POSIM-Style, also OSM-ID wollen wir als Feld haben, dass wir die ID anzeigen können, beziehungsweise damit auch gegebenenfalls arbeiten können oder das in QGIS auswerten können. Dann brauchen wir natürlich die Geometrie selbst. Das sind erstmal so die zwei Sachen, die man eigentlich immer verwenden kann oder immer reinschreiben kann. Und dann sage ich, was will ich denn haben? Ich will jetzt den Schlüssel haben für den Pipeline, also Key Pipeline, und das soll in der Datenbank als Pipeline abgelegt werden. Macht die Sache erstmal einfacher. Dann können wir Typen definieren, in dem Fall ist es ja eine Zeichenkette, ein String, man kann das auch noch numerisch machen oder als Wahrheitswert. Aber wir haben jetzt erstmal hier alle Werte als Zeichenkette drin. Dann nehmen wir alle beiden Substanzen auf. Also im Sinne von Substanz, Gas und Utility Gas. Also wir nehmen erstmal alle Werte mit. Die filtern wir nachher nämlich mit dem SQL, was wir da vorhin kurz gesehen haben beim Durchschauen. Und jetzt, wie gesagt, Pipeline Doppelpunkt Ref. Doppelpunkt ist immer so, man sieht es ja hier schon in diesem YAML schwierig. Also machen wir dann einen Unterstrich draus. Wie gesagt, können wir hier einmal definieren. Die restlichen Felder belassen wir so, wie sie sind. Das Ref, den Operator als solches nehmen wir einfach mal so mit, wie er ist. Und dann wären wir auch schon mit unserer YAML-Datei soweit durch. Als nächstes, ja, schauen wir mal hier in die Definition rein. Kopieren wir uns am besten die YAML-Datei vom POI. Ja, nicht neu anlegen, einfach einfügen hier. So, klack. Genau, füge ich das hier ein. Und hier müssen wir das jetzt alles ein bisschen beschreiben, so nach dem Motto, was unser Layer hat, entsprechend für Felder und so weiter. Müssen ihm eine eindeutige ID geben, sonst gibt es nämlich Probleme. Und hier tragen wir mal ein, dass wir unsere Gasmarker als solches mit diesem Layer definieren oder diese Pipeline-Marker. Das war ja vorhin in der Ausgabe zu sehen. Mit dem oder nach dem Generieren von dem Quickstart. Und da kann ich jetzt den Link hier einfügen für die alten Marker noch. Hole ich mir mal hier aus dem anderen Bildschirm, den ihr nicht seht. Da habe ich hier nämlich den Link drin. Dann sieht man auch so nach dem Motto, auf welcher Grundlage habe ich das jetzt erstellt. Den Rest lassen wir. Wichtig ist, dass hier alle Felder definiert sind. Das ist natürlich bei den POIs etwas komplexer. Da ist so Klassifizierung drin und was sind das alles für Typen. Ist das wichtig, dass sie definiert werden, sonst kommt es nämlich auch zu Problemen, dass wir die einfach mal kurz dann beschreiben, was haben wir denn in der Ausgabe drin. Also nehmen wir das hier erstmal alles weg und tragen das einmal neu ein. Also wir wollen den Wert für Pipeline haben, den Main Tag, den wir haben, und das gleiche mit Marker nochmal machen. Dass wir quasi den Markerwert und den Pipeline-Wert haben, das können wir notfalls dann in der Ausgabe dann auch unterschiedlich darstellen. Das ist alt und das ist neu. So nach dem Motto, hier müssen wir mal ran, müssen wir gucken, stimmt das mit dem Tagging soweit. Die Substanz würde ich jetzt hier nur einmal erfassen, also ich würde jetzt nicht mal Utility oder sowas machen. So nach dem Motto, welche Substanz wird produziert. Man kann das natürlich auch Utility machen. Wir fassen das nachher im SQL zusammen, wenn beide Werte da sind, dass er dann nur einen nimmt und da immer das Ding entsprechend gefüllt ist. Genau, jetzt machen wir das einfach mal kurz.
So nach dem Motto Substanz Value. Und den Operator. Diese SQLs da unten, die können wir da auch noch zusammenstreichen. Da werden wir jetzt nur einen machen. Da gibt es auch so unterschiedliche, dass so verschiedene Sachen gebaut werden. Und dann machen wir dann gleich mal den Gas-SQL, den müssen wir nachher noch definieren. Unten war das Mapping eingetragen. Und hier müssen wir dann auch jetzt nochmal kurz das zusammenfassen. Ich will das mit Gas machen und sage, ich möchte folgende Felder haben. Also wir definieren quasi eine Funktion, wo wir dann die ID zurückgeben und die ganzen Felder. Wie gesagt, das machen wir nachher in dem SQL. Dann brauchen wir nämlich hier, wenn wir irgendwas ändern, nicht mehr ran, sondern wir kopieren hier quasi nur oder geben hier nur an, was will ich für Felder haben, die ich oben habe, und bin dann hier fertig. Wie gesagt, das ist quasi so eine kurze Funktion, weil wenn ich jetzt hier das komplette SQL reinschreibe, das könnt ihr natürlich auch machen, dann wird es nämlich unübersichtlich, wenn ich im YAML noch ein komplettes SQL drin habe. Und so habe ich hier quasi nur das Ganze als kurzen Query drin, ich habe die Felder drin und in dem Layer Gas, was wir jetzt gleich definieren, beziehungsweise auch wieder kopieren und anpassen. Wo haben wir es? Da. Können wir das Ganze jetzt nämlich einmal kopieren und nehmen das rüber in unseren Gas Layer. Wir nennen das noch entsprechend um, wie wir das benannt haben in der YAML-Datei. Genauso heißt, also Layer Gas wird dann quasi diese Funktion aufgerufen und die liefert eine Tabelle zurück, beziehungsweise Daten aus einer Tabelle, weil wir dann natürlich noch ein bisschen komplexere Sachen machen und nicht nur die Tabelle so einfach nur so abfragen. Also müssen wir jetzt hier erstmal die Felder übernehmen, beziehungsweise ich kann ja mal die zwei da oben stehen lassen, die sind ja mal gleich. Schmeißt jetzt hier weg und sage, ich habe hier irgendwie Pipeline Text. Also wir könnten jetzt natürlich sagen, wir haben das auch als irgendwas importiert. Da können wir auch sagen, jetzt statt Pipeline und Marker können wir sagen, ob das jetzt alt oder neu ist. Da können wir, könnte man jetzt ein Feld machen, ist old, ist new. Dann können wir das dann auf der Karte ganz primitiv anzeigen. Aber wir lassen das mal jetzt alles beim Text so stehen. Ja, hier sieht man schon, das ist recht komplex. Hier werden verschiedene Sachen abgefragt, so nach dem Motto, auf IDs eingeschränkt. Zoom-Level einschränken, also wann gibt er nur was zurück, das machen wir nachher auch. Man kann das dann noch hier nach Rangfolge sortieren und ja, macht dann quasi einen Union drauf. Und wir nehmen uns hier einfach mal die ganzen Felder, die wir hier haben. Also die wir oben zurückgeben, fragen wir jetzt hier einfach ab. Dann machen wir das hier erstmal noch mal einmal kurz schick. Kopieren wir uns das nochmal, dann brauchen wir das da oben nicht nochmal nehmen und dann ist das gut. So, das Ganze fragen wir dann ab aus der Tabelle. Wie hatten wir sie benannt? Das sind die Felder quasi da oben. Gaspoint hatten wir die benannt. Automatisch wird dann immer noch OSM-Unterstrich davor gesetzt, also das nicht vergessen, sonst kommt es nachher zum Fehler. Und jetzt können wir hier unsere Abfrage definieren, beziehungsweise müssen wir hier mal gucken, Substanz wollten wir ja einschränken, da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar so nach dem Motto, wenn Utility belegt ist, nehme das, wenn Substanz belegt ist, nehme dann das, ansonsten lass das bitte leer als Nullfeld, also gib nichts zurück. Jetzt wollten wir auf Zoom-Level beschränken und zwar sagen wir alles Zoom-Level 10, so nach dem Motto, ab da soll er das ausgeben. Das heißt, es werden keine Punkte definiert in höheren Zoom-Leveln.
Und hier wollten wir natürlich auch filtern, dass wir sagen, wir haben hier die Substanz Gas, beziehungsweise haben gar keine Substanz. Also wenn das gleich Gas ist oder nichts angegeben ist, dann ist es durchaus auch eine Gasleitung. Also ist nein. Dann haben wir das soweit fertig. Wie gesagt, die anderen Sachen sollten uns jetzt erstmal da nicht weiter interessieren. Wichtig ist jetzt, dass wir in Open Map Tiles und dann Layer hinzufügen. Hier kann man nämlich definieren, welche Layer haben wir. Hier nehmen wir einfach den POI, fügen den ein und dann setzen wir es wieder mit Gas. Und wie gesagt, dann verweisen wir auf unsere gas.yaml-Datei, die wir definiert haben. Und als solches war es dann das auch schon mit der Definition. Und jetzt können wir einfach sagen, ich generiere das nochmal neu. Und da das sowieso alles neu ist, also wir könnten jetzt auch einzelne Teile nochmal neu machen. Am besten nimmt man erstmal so Quick Start und lässt das nochmal durchlaufen und guckt, wo bleibt der denn hängen. Weil wie gesagt, da sind ja so unterschiedliche Steps, die dort ausgeführt werden. Wie gesagt, die können mit diesen ganzen Make-Befehlen, hier sieht man das ja auch in den Abschnitten entsprechend drin, kann das natürlich auch einzeln gemacht werden, so nach dem Motto, ja, die Datenbank brauche ich jetzt nicht ein zweites Mal starten oder nochmal neu machen. Jetzt haben wir hier gleich einen Fehler, haben wir schon gesehen. Wir haben hier Utility, versehentlich einen Fehler drin. Jetzt gucken wir den Rest nochmal durch. Ach, hier haben wir das passt da das wäre noch mal vergessen. Deswegen auch wichtig, immer kleine Abschnitte zu machen. Der Rest sieht jetzt gut aus, dann starten wir das noch mal. Deswegen ist es auch wichtig, wie ich schon gesagt habe, kleine Abschnitte zu machen, weil wenn Fehler sind und ich habe jetzt zum Beispiel ganz Deutschland irgendwas, ja, und man wartet dann irgendwie eine Stunde, bis das Ding dann durchgerechnet ist, ist das alles nicht so schön. Ja, wie gesagt, jetzt warten wir jetzt quasi wieder die Zeit, wo das Ganze durchläuft. Also wie gesagt, er generiert das jetzt wieder, legt jetzt unsere Daten in der Datenbank ab zusätzlich. Also er generiert jetzt alles neu. Die andere alternative Methode war, ich mache mir einen Open Map Tiles einen eigenen Stil, also komplett eine Karte, wie wir das beim Quick Start gemacht haben, und mache mir dann einen zweiten Teil Layer, der separat in einer anderen MB-Tiles ist, also eine andere weitere Datei ist, wo dann ausschließlich meine Gasmarker drin sind. Und bei dem Styling nachher sage ich, ich habe zwei Datenquellen, also einmal die Daten aus der Standardkarte und die Daten aus, die ich dann spezifisch dort drauf packe. Das wäre dann so die Alternative, die man machen kann. Wie gesagt, hat den Vorteil, dass dann meine spezifischen Sachen schneller generiert werden können und aktualisiert werden können. Aber man hat dann natürlich den Nachteil, dass durchaus die Hintergrundkarte und die Vordergrundkarte mit meinen Detailinformationen abweichen. Wie gesagt, bei den Gasmarkern ist das nicht ganz so wild. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über eine Straßenkarte zum Beispiel Informationen zu Parkplätzen oder Fahrradwegen habe, ist das schwierig. Also alternativ, um das zu beschleunigen, kann ich auch sagen, ich nehme hier Hausnummern und Gebäude raus. Das kann man zum Beispiel noch machen. Das ist alles noch möglich. Genau, wie gesagt, aus unseren Sachen generiert er dann quasi eigene SQLs und lässt die dann durchlaufen, was wir da quasi in diesen YAML-Dateien gemacht haben. Und jetzt generiert er hier auch schon wieder unsere Kacheln, die 1000 Stück, und dann sind wir auch schon durch. Wenn er hier angekommen ist beim Kacheln generieren, dann hat alles funktioniert, beziehungsweise dann haben wir erstmal alles richtig gemacht. Also keinen weiteren Fehler eingebaut wie vorhin. Also wie gesagt, da muss man aufpassen, dass man mit den Namen keine Konflikte gibt mit den vorhandenen Layern. Also dieses ID in der einen YAML-Datei ist wichtig, dass das entsprechend benannt wird, dass ich die Felder richtig benenne. Und jetzt warten wir mal.
schon ist er fertig und jetzt sieht man hier auch, dass wir unseren Gaslayer hinzugefügt haben. Scrollen wir mal nach oben. Unseren Gaslayer hinzugefügt haben mit den entsprechenden Feldern. Hier sind dann auch nochmal unsere Links definiert. Hier sieht man das nochmal. Alles wunderschön. Jetzt prüfen wir gleich mal mit QGIS, so nach dem Motto, wie sieht es denn aus? Natürlich habe ich meine Region genommen, weil ich weiß, wo ist dann jetzt hier ein Gasmarker zu finden, wo ist hier was eingetragen, wie gesagt. Hier haben wir, da ist Substanz Gas, da haben wir eine Referenznummer. Jetzt suche ich mal, ob hier überall nur die Pipeline-Refs dran sind. Ich glaube, hier hinten hatte ich mal einen eingetragen. Ja, da ist eine Referenznummer dran, ein Pipeline. Und da sieht man auch, dass alt und neu eingetragen ist, also Pipeline, Marker, Marker, Pipeline. Irgendwie so doppelt und dreifach, aber nicht ganz nach Standard. Wie gesagt, ist ein Thema vom OSM Samstag. So, jetzt sind wir fertig. Wir haben unseren Teil mit unseren Informationen. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich stylen und da können wir mal Putnik nehmen. Das ist, den können wir auch separat starten, beziehungsweise benutzen den beim Open Map Tiles, weil er nämlich hier wunderschön sagt, was muss ich aufrufen, was muss ich machen. Also ich starte den, rufe den im Browser auf, den Styler. Und dann kommt erstmal üblicherweise eine Standardkarte und ich öffne aber gleich mal den entsprechenden Style, den Positronen-Style, den hatten wir ja benutzt oder wollen wir ja benutzen für das Ganze. Da zoomen wir jetzt erstmal unsere Gegend dran. Das ist diese Gegend, das ist jetzt noch die andere Datenquelle. Jetzt müssen wir die Datenquelle anpassen, das stand auch drin. Was wir da benutzen müssen. Und zwar fügen wir den dort ein. Also wie gesagt, dieses Make startet dann alles, was wir brauchen. Das können wir jetzt einfach schließen, haben unsere eigene Karte. Jetzt sehen wir natürlich nicht unsere Daten. Wenn wir rauszoomen, sehen wir erstmal so nach dem Motto, ja, wir sind erstmal etwas eingeschränkt in unserer Sicht. Wir sehen nicht alles, also wissen wir, wir haben die richtige Karte. Und jetzt kann ich hier mit Inspect einfach erstmal reingucken. Was sind denn für Daten drin? Also es sieht so ähnlich aus wie im QGIS und schalte wieder zurück. Und dann schauen wir mal, dass wir einen Layer hinzufügen, beziehungsweise der Layer ist ja schon da, nur noch stylen. Und hier sage ich einfach, ich mache hier mal Punkte. Und hier mache ich mal einfach einen Circle draus. Dann wähle ich aus, welchen Layer, also da könnte man den anderen. Ich weiß jetzt nicht, warum der jetzt hier nicht drin ist. Also er hat es irgendwie nicht erkannt, dass mein Gaslayer da drin ist. Und jetzt habe ich hier erstmal so Standard-Styling einen schwarzen Punkt und den kann ich natürlich auch noch entsprechend anpassen. Wie gesagt, das könnte eine extra Demo-Session sein. Wie style ich jetzt irgendwas? Jetzt mache ich den erstmal hier irgendwie so ein bisschen farbig. Gelb, damit ich den sehe. Deswegen haben wir auch einen Positron genommen, damit das so ein bisschen grau im Hintergrund ist, beziehungsweise nicht ganz so markant. Dann kann ich noch sagen, bis zu welchem Layer mache ich das. Also da kann ich das zusätzlich nochmal einschränken, ab wann zeige ich das an. Also wie gesagt, was in den Tiles vorhanden ist, ist das eine. Und das andere, so jetzt füge ich meine Referenznummer hinzu, das ist dann üblicherweise immer Symbol. Ne, das Gas ist hier wirklich nicht drin. Kann ich jetzt hier aber noch ergänzen. Müssen wir wieder aufklappen. So, dann ist es erstmal wichtig, weil wir wollen das ja nachher einfach machen, dass wir nur eine Schrift drin haben. Die muss ich nachher auch noch mal aus dem anderen Styling raus, aus den Standard-Style noch rausschmeißen. Und hier geben wir einfach beim Feld in geschwungenen Klammern Ref als solches ein. Um zu sagen, ich habe hier eine Referenznummer und siehe da, den wir vorhin gesehen haben im QGIS, der wird jetzt angezeigt. Jetzt können wir den auch noch ein bisschen positionieren. Hier unten haben wir es mit Offset, da kann man den nämlich anhand des Punktes verschieben, ob das überlappen soll, welche Schriftgröße können wir oben und auch noch einstellen. Wir schieben den erstmal so ein bisschen zur Seite, weil wir fügen ja dann gleich nochmal den Pipeline-Ref hinzu und dann können wir das extra nochmal machen. Hier sehen wir auch nochmal, wenn wir da draufklicken, so ein paar Detailinformationen. Genau, das ist noch ein zweiter mit einer Refnummer. Und hier können wir auch noch mal den Layer anzeigen.
Hier sind auch noch ein paar Marker mit sehr vielen Nummern. Und dann fügen wir jetzt mal den Pipeline-Ref hinzu. Machen wir genauso wie das andere. Wir sagen einfach Gas. Und sagen dann, ich will das für die Pipeline haben, die Nummer oder das Symbol. Tragen wir einfach Gas ein, dann funktioniert das. Schmeißen hier wieder die Benennung raus. So, haben wir wieder das Feld, das hatten wir jetzt ja Pipeline-Ref benannt, weil es ja mit dem Doppelpunkt dann immer schwierig war. Dann wird es auch uns schon angezeigt. Dann machen wir die Schriftgröße ein bisschen kleiner, das können wir jetzt hier noch ein bisschen, das eine größer, das andere kleiner machen. Dann sieht man das auch, was ist. In dem Fall. Und wenn wir das noch ein bisschen schick positionieren nachher, sieht das gut aus. Mal hier ein, wo wir wissen, wie der aus oder wo der ist, dann setzen wir hier mal den Offset ein bisschen. Genau, jetzt haben wir den so und dann setzen wir den anderen irgendwie da so ein bisschen da drunter, daneben. Und schon haben wir das soweit hier fertig. Dann exportieren wir das Ganze und haben jetzt unser Styling, was wir gemacht haben, fertig. Und können das jetzt wieder etwas zusammenkopieren, was wir jetzt hier so brauchen. Und zwar, wenn wir das in einem WebDir ablegen, alles was wir für den Webserver brauchen. Und kopieren hier mal unseren Positron. Ach, warum findet er den wieder nicht? Wo ist der abgeblieben? Ich suche den mal. Haben wir gleich. So, da haben wir ihn und kopieren den mal ins WebDir. So, jetzt haben wir unser Styling da soweit fertig. Als nächstes müssen wir jetzt unseren MapLibre definieren bzw. kompilieren. Wir können das auch fertig runterladen. Ja, ich habe es hier einfach nochmal mit aufgenommen. Wie gesagt, die Anleitung steht auch auf der Seite drauf. Also wir müssen jetzt hier einmal die Java-Skriptdatei definieren, so nach dem Motto für das MapLibre und danach dann das CSS. Wie gesagt, ich habe das hier schon einmal mit den NPM-Install schon mal vorab gemacht, deswegen ging das hier oben etwas schneller, sonst dauert das etwas länger, etliche Pakete runter. Ja. Also er baut jetzt hier die JavaScript-Datei zusammen, die wir dann nachher einbinden können an unserem Webserver. Also sind dann nicht auf fremde Webserver oder fremde Content-Delivery Dienste angewiesen, sondern haben das alles lokal auf unserem eigenen Webserver, also brauchen da nicht auf fremde Sachen zurückgreifen. Genau, jetzt hat er das in Dist abgelegt und jetzt machen wir das gleiche nochmal für das CSS. Ja, da kommt Fehler, die können wir jetzt erstmal ignorieren.
Beziehungsweise gucken wir mal, ist das alles da? Ja, JavaScript und CSS-Datei sind da, passt. Jetzt brauchen wir die Fonts bzw. Glyphen, wie das immer so schön heißt. Das ist auch so ein fertiges Paket, hatte ich am Anfang runtergeladen. Jetzt generieren wir die Fonts, die müssen nämlich auch in einem speziellen Format sein. Für die Web-Layers bzw. die Vector-Tiles-Layer. Wie gesagt, da gibt es auch separate Server, den Link kann ich auch nochmal in die Doku mit reinpacken bzw. in mein Git-Repository, was ich dann hier am Ende zur Verfügung stelle. Und entsprechend sieht man das dann, wo da was zu finden ist, dass man das auch macht. Wie gesagt, wir machen jetzt hier eine einfache Variante. Also es wird auch im PBF-Format abgelegt, die ganzen Fonts. Und da ist dann das auch wieder definiert, so nach dem Motto, in welchem Zeichenbereich ist das. Also wie gesagt, da sind die großen Font-Dateien nochmal etwas aufgesplittet. Deswegen sieht man hier auch so verschiedene Nummern. Genau, hier sieht man dann so nach dem Motto die ganzen Verzeichnisse. Im Output ist das alles drin. Wenn wir hier mal einen reingucken, da sieht man ganz viele 0 bis 255 sind die normalen ASCII-Zeichen und dahinter sind dann entsprechend die anderen weiteren Zeichen für andere Sprachen. So, dann brauchen wir noch für unser Positron, was wir hatten, die entsprechenden Logos, die da drin waren, die sogenannten Sprites. Wie gesagt, machen wir auch NPM und dann gibt es so ein Sprite Zero, der das uns generiert. Einmal für normale Auflösung und einmal für Hochauflösung, sogenannte Retina. Und wie gesagt, da ist hier zu sehen. Gucken wir uns jetzt mal an. Die zwei Icons, Circle und Star, wie gesagt, da kann man dann natürlich auch eigene hinzufügen. Und hier hat man die, ich mache die jetzt gleich mal größer. Da sieht man Stern und der entsprechende Kreisel. Wie gesagt, das wird, glaube, soweit ich weiß, für Städte angezeigt. Und jetzt kopieren wir alles zusammen. Achso, ich habe den Ordner jetzt an der falschen Stelle hin. Also müssen wir den erstmal hier in unser eine Ebene tiefer packen. Und jetzt können wir unsere Font-Outputs nach Web-Tier packen wir mal, machen wir einen Fonts-Ordner, packen das da ab oder packen das dahin. Und unsere Sprites packen wir auch alle noch hin. Also wir brauchen alles, wir brauchen eine JSON-Datei und die Bilder dazu entsprechend, dass er weiß, wie was definiert ist, packen wir ins Web-Tier, dann liegt das da, dann packen wir unser Web-Libre dorthin. Aus dem Web-Libre alles dorthin. Jetzt haben wir ja alles im Web-Tier drin. Was wir erstmal so brauchen, wie gesagt, unsere Kacheln machen wir einen separaten Teilserver dann nachher. Hier habe ich schon meine Index-Datei oder Index fertig gebaut. Die habe ich jetzt aus der Doku zusammengebaut. Wo ich hier dann quasi mein Styling dann so einmal drin habe. Also das ist exakt das Exempel mit angefassten Faden, nur dann habe ich hier so ein Light-HTTPD ganz normal, wo ich sage, ich habe hier mein Web-Dir, Port 3000 und greife auf die Services zu, die gucken wir uns gleich an. Die Services, die da unten drin standen, waren nämlich unsere Tiles dort unten, den Tiles.mb-Tiles, den wollen wir als solches zur Verfügung stellen, da kann man einfach entweder über Docker oder separates Go gibt es dort entsprechend einen MB-Tile-Server, der ganz primitiv einfach in dem Ordner guckt, was gibt es für MB-Tiles und kann die zur Verfügung stellen. Gucken wir uns jetzt hier gleich mal an. Der Webserver ist jetzt gestartet. Hier sieht man so nach dem Motto, ja, er hat Tiles. Also wie gesagt, wenn ich die Datei jetzt umbenannte, würde da hinten was anderes stehen. Und der gibt dann quasi als JSON zurück, so nach dem Motto, was ist in dem Styling alles drin, beziehungsweise was ist in den Kacheln drin, Styling ist es ja nicht, was ist in den Kacheln drin.
Wie gesagt, man kann die Kachel notfalls auch auspacken. Da kann ich auch noch einen Link dazu packen. Und ja, dann schauen wir uns das nochmal an. Beziehungsweise wir müssen erstmal unser Positron, hatte ich ja Positron minus Gas, weil es ja Spezialvariante davon war, anpassen. Hier müssen wir oben jetzt nochmal die Links oder URLs anpassen an dem, was wir haben. Also wir haben jetzt hier nicht Open Map Tiles oder keine Fremdquellen drin. Und hier füge ich das ein, meine Source MB Tiles dort oben Vektor. Schleuse ich auch durch meinen Webserver durch. Das hatte ich ja gemacht oder hatte da einen HTTP-Proxy gebaut. Der Font-Stack, wie gesagt, der ist üblicherweise, wenn da zwei Fonts drin stehen, muss das ersetzt werden. In unserem Fall, wie gesagt, man kann auch einen Font-Server benutzen, dann funktioniert das, dass dann zwei Fonts dort drin sind. Und jetzt schmeißen wir das hier einfach raus. Das ist einmal der Noto Sans Italic und der Regular. Und die schmeißen wir jetzt hier einmal raus. Und dann können wir das auch soweit benutzen. Und dann sind wir jetzt so gut wie am Ende. Wie war das jetzt nochmal? Minus F war das gewesen. File. Und dann meine Config. Jetzt habe ich wieder den vergessen. Den Nicht-Background-Modus. Und genau, Port 3000 war das gewesen. Und jetzt können wir das aufrufen. Und jetzt können wir hier entsprechend ranzoomen an unseren Bereich. Wir sehen, das ist unsere eigene Karte. Und wie wir sehen, ist unser eigenes Styling. Jetzt gucken wir mal die Ecke, die wir hatten. Genau, hier haben wir auch noch mal ganz viel. Und ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe noch für Fragen zur Verfügung. Und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen weiterhelfen, den Einstieg in Open Map Tiles bzw. Vektor Tiles zu erleichtern. Vielen Dank. Ja, Christopher, vielen Dank für den Vortrag oder für die Demo. Es tut mir leid, dass wir so ein paar technische Schwierigkeiten hatten zwischendrin. Im Chat hat der Christopher aber ganz zu Anfang ja auch nochmal einen Link gepostet, wo er Notizen geschrieben hat zu all den Sachen. Da können Sie das nochmal nachlesen, was er da alles gemacht hat und diese Lücke vielleicht auch hoffentlich füllen, die zwischendrin entstanden ist. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir für Fragen haben. Erste Frage, hast du mal probiert, den ganzen Planeten zu importieren? Und wie lange würde das dauern? Das habe ich selber nicht probiert. Wie gesagt, ist im Netz habe ich auch mal nebenbei geguckt, auch nicht so richtig gefunden. Also ich habe was gefunden von 6,5 Stunden Imposim Import. Also wie gesagt, Open Map Tiles basiert ja auf Imposim. Das ist von 2017. Gut, die Rechner sind schneller geworden ein bisschen, die Daten sind mehr geworden. Ich sage mal vielleicht so 6, 7 Stunden für den Imposim Import. Und hinten raus, wie gesagt, wird ja noch das Ganze, je nachdem, was man dann darstellen möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen Adressen, Gebäude und sonstiges, wo man sagt, das braucht man nicht, rausnimmt, wird es natürlich dann entsprechend schneller. Aber wie gesagt, so einen richtigen Wert, wie viel Daten und sonstiges, habe ich jetzt dazu nicht. Also wie gesagt, müsste man wirklich mal ausprobieren und sich langsam rantasten, sagen, ich habe hier meinen kleinen Ausschnitt und mache hier mal ein Bundesland, mache mir ganz Deutschland oder mal als solches. Aber es sollte auf jeden Fall schneller gehen, wie das Generieren mit anderen Vektor- oder Nicht-Vektor-Varianten. Also Pixel-Sachen, da werden ja alle Kacheln als solches generiert. Ist das auf jeden Fall schon eine schnellere Variante? Ja, also nach allem, was ich gelesen habe, ist das ja wirklich eine Sache, die sehr lange dauert und die sehr aufwendig ist irgendwie, weil auch viele eben die Vorprozessierungen gemacht werden.
Gehen wir mal zur zweiten Frage. Werden die Geometrien an der Bounding Box abgeschnitten oder werden Bounding Box übergreifende Geometrien dann rausgefiltert? Das bezog sich, glaube ich, auf den Import der Daten. Ich hatte im Chat nachgefragt, nicht im, ja, im Import der Daten, also beziehungsweise das Extrakt. Ich kann ja da einfach mal, ich glaube, das war so die letzte Frage. Das kann ich ja mal am Bildschirm zeigen. Und genau, das war so die letzte Frage gewesen, wenn ich das so sehe. Dann würde ich jetzt hier mal meinen Bildschirm freigeben. Genau, da ist er. Wie gesagt, Export als solches ist ja hier über BBBike, wie der intern arbeitet, weiß ich jetzt nicht. Könnte man natürlich noch entsprechend den Entwickler mal fragen. Wie gesagt, das ist der Wolfram, der kommt auch aus der Berliner Ecke. Vielleicht ist er am Donnerstag sogar beim Stammtisch dabei. Also man zieht ja dann quasi hier so eine Bounding-Box als solches auf. Und wie gesagt, der Abschnitt, soweit ich das gesehen habe, ist wirklich so, dass er jetzt, ich habe hier mal so ein Beispiel genommen, hier so ein Wegabstück oder Wegabschnitt mit so zwei Knoten. Wie gesagt, das bezog sich auf die Fehlermeldung, die da kam. Und wenn die Grenze genau in der Mitte durchgeht von der Bounding Box, würde er wahrscheinlich, soweit ich das gesehen habe, schneidet er dann wirklich den einen Knoten weg und hat dann quasi nur noch eine Linie mit einem Punkt. Und dadurch kommt dann diese entsprechende Fehlermeldung in der Ausgabe. Ja, und die andere Bounding Box, die man ich da mal tiefer drauf ein, die man quasi in der Umgebung setzt oder die ich in der Umgebung gesetzt habe, beziehungsweise wenn man dann entsprechende Importe macht, die ist dann quasi dafür da, dass die entsprechenden Kacheln nur für diese Bounding Box generiert werden und dass dann quasi er nicht anfängt, zum Level 0, wo ich jetzt hier zum Beispiel anfange, da hat er natürlich immer die eine große Kachel und dann hat er immer dann quasi sein Viertel weniger, bis er dann irgendwann sagt, oh, jetzt bin ich an dieser Fläche drin. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Haben wir noch weitere Fragen? Im Moment sehe ich jetzt gerade keine weiteren Fragen mehr. Wenn jemand noch hat, bitte fragt. Ansonsten habe ich mal eine Frage. Und zwar, du hattest mal irgendwie bei den Fonts kurz irgendwie erwähnt, dass da nur ein Font sein sollte und hast den zweiten irgendwie rausgenommen. Richtig. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Genau, wie gesagt, Fonts, wie gesagt, die habe ich ja generiert, die liegen ja dann hier entsprechend liegen hier noch im Output drin, genau. Wie gesagt, die gibt man ja dann entsprechend bei diesem Styling an. Ich nehme mir mal das Styling hier und da kann man ja dann, wenn ich jetzt hier so. Genau, Textfont gebe ich jetzt hier nur einen an. Als solches, jetzt muss ich gucken, wo ich das andere habe. Und da habe ich den zweiten herausgeschmissen. Hast du richtig erkannt? Weil wenn ich jetzt das Ganze auf der Karte, jetzt habe ich die Karte natürlich nicht da, dann einen Abschnitt habe und sage, Moment, ich hatte doch irgendwo mal Putnik gestartet. Nee, das habe ich nicht gemacht, dann mache ich das mal ganz schnell. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann gucken wir mal da rein. So. Dann zeige ich das hier mal ganz kurz. Da hat man ja dann, wie gesagt, so verschiedene. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei State ist. Ja, nee, hier ist nur einer drin. Also ich habe jetzt hier, ich kann ja mal. Data Sources, nee, Style Settings. Nee, wo war denn der jetzt gewesen? Hat sich hier wieder irgendwie geändert. Müsste jetzt hier aber das gleiche sein. Gucke ich mal in den Entwickler-Tools, da sieht man das denn nämlich. Erweiterung, nein. Hier unten. Entwickler-Tools. Wie gesagt, da sieht man natürlich erstmal alles, was er so lädt und nicht lädt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier den Standard genommen.
Und jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn jetzt die ganze URL hier drin? Genau, dann bastelt dann sich nämlich hier hinten, wenn man hier die ganze URL sieht, das ist jetzt leider ein bisschen klein. Dann ruft er quasi den Server an, auf oder den Teil auf und dann gibt er an, so nach dem Motto, welche Fonts möchte er haben. Und diese kombiniert er, deswegen habe ich da den einen rausgenommen. Und dieses Kombinieren, das funktioniert nur, wenn man dann so einen richtigen, Anführungszeichen, Font-Server dahinter hat. Da habe ich aber, glaube auch, ich muss mal gucken. Jetzt schwappe ich mal hier rüber, das seht ihr jetzt gerade nicht. Habe ich, glaube auch, irgendwo einen Font-Server, ansonsten packe ich den noch mit rein. Ja, der ist Genau. Genau. in dem, was du da verlinkt hast, ne, auf der GitHub-Seite da, Genau, da habe ich der so einen Link. Blütenserver drin und der kann das dann. Dann gibt man quasi den Pfad an und dann könnte man sogar zwei Fonts und mehrere dann halt kombinieren. In einem Styling. Dass er sich das dann entsprechend zusammenbaut. Weil, wie gesagt, ich habe das jetzt wirklich nur generiert. Also, ich habe das so aufgebaut, man kann das sogar mehr oder weniger auf einem ganz billigen Webspace lagern als solches, wie das aufgebaut ist. Also, man müsste jetzt dann quasi diesen MB-Tiles einmal auspacken. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwo reingepackt. Da gibt es dieses Mapbox-Tool. Gucke mal gerade, ob ich das hier in meinem Repository drin habe. Ich glaube, Mapbox Util heißt das. Hier nicht drin, werde ich hier noch ergänzen. Es gibt nämlich so ein Mapbox-Util, da könnte man das sogar auspacken, dieses MB-Tiles-File, und hat dann jede Kachel einzeln und das könnte man sogar auf einem Webserver packen, der quasi keine Logik hat, sondern wirklich nur Daten ausliefert. Das war irgendwo so mein Sinn und Zweck auch dieser ganzen Sache. Genau, und den Glyphen-Server habe ich hier hingepackt, den anderen nicht. Den ergänze ich noch hier in dem Repository, das mache ich wahrscheinlich noch heute Laufe des Tages, mal gucken. Genau. Ach, MMutil, hier ist er. Schön, jetzt ist der weg. Oder ich habe hier irgendwelche komischen Zeichen drin. Sehe das schon. Muss ich nochmal anpassen? Genau, mit dem kann man dann nämlich sagen, ich rufe das Ding jetzt auf und kann jetzt sagen, ich nehme jetzt hier mein MBUtil, meine Tiles-Datei, die ich habe. Und packt das Ganze aus. Okay, das ist natürlich praktisch, wenn man wirklich dann, gerade wenn man nur einen kleinen Ausschnitt hat und will nur ein paar Sachen auf einen normalen Webserver legen. Jetzt Genau. sind noch Fragen aufgetaucht. Ja. Die Fra eine Frage ist, das Zoom in der Karte sah nicht ganz flüssig aus. Lag das am Stream? Wenn nein, wie kann man das Ausliefern der Kacheln verbessern? Also ich gehe davon aus, da waren noch Kacheln nachgeliefert. Da weiß ich auch nicht, warum das hing. Also wie gesagt, ich habe es einmal durchgetestet, trocken ohne Aufzeichnung. Es könnte sein, dass es mein Rechner sogar da irgendwo so ein bisschen gehakelt hat mit Aufzeichnungen und irgendwas machen. Aber es ging bei mir eigentlich immer flüssig. Also man kennt das ja von anderen Seiten. Moment, ich kann das ja nochmal. Irgendwo hatte ich doch meinen Maputnik. Der nutzt ja den quasi MB-Tiles. Ja, hier sieht man auch, dass er dann quasi so ein bisschen Netzdelay hat und das so ein bisschen hinterherkommt. Aber von der Sache her ist das schon eigentlich recht flüssig. Also man sieht immer, wo er die Kachel nachlädt. Das sieht man bei anderen Seiten üblicherweise auch. Ja, hier sieht man, es kommt nach und nach. Ich denke mal, das war die Frage gewesen. Da Ja, muss man einfach gucken, das wie die Last. liegt ja jetzt halt auch mit dran, welchen Browser man genau benutzt und so und was für einen Rechner man hat, weil diese Genau. Vektorteils rendern ist halt schon aufwendiger, als man das bei Rasterteils früher hatte für den Browser. Und wenn man zu langsamen Rechner hat oder zu viele Sachen nebendran, dann ist es aufwendiger. Und gerade natürlich, wenn jetzt auch eine Videoaufzeichnung läuft oder so, dann kann das auch nochmal Genau. deswegen aufwendiger sein. Ne? Also wie gesagt, man kann natürlich dann auch mit Vektorteils solche Spielerchen machen, dass man nicht die Karte glatt hat, sondern die auch dann flach und einmal drüber fliegen kann. Das ist natürlich auch mal ganz nett. Und sowas braucht natürlich Performance, ja. Gut, jetzt haben wir noch eine Frage. Wie gehst du damit um, dass Vektorteils wenig geeignet sind für Reliefs?
Reliefs gerade habe ich mich davor. noch gar nicht mit befasst, wie gesagt, da kann ich leider keine Antwort dazu geben. Aber Also kann ich was zu sagen? Du kannst auch, also mit dem Map Libre kann man auch Rasterteils mit einbinden, das geht. Das ist dann einfach ein weiterer Layer und dann kann man einfach so ein Relief-Layer beispielsweise als Raster Teil vorhalten und dann mit einbinden. Und der macht es dann auch richtig, dass die Rasterteils dazwischen reinsortiert werden, sozusagen an die richtige Stelle und so. Das kann man machen. Das ist also eigentlich kein Problem. Oh, da müsste eigentlich auf der Maps Libre Seite, ich gucke mal, wenn ich suche die mal schnell. Irgendwo gab es doch so eine schöne Demo-Seite. Habe ich mir das jetzt, muss ich mir erstmal Platz machen hier ein bisschen. Gab es, glaube ich, auch irgendwo. Gut, gibt es noch irgendwelche Fragen? Sieht nicht so aus, ist ja jetzt auch schon 12. Ja, wie gesagt, Luft hätten wir definitiv noch, aber wie gesagt, wenn keine weiteren Fragen sind, dann Dann würde ich mich dürften auch. Leute auch in die Pause gehen oder einen anderen Vortrag anschauen. Auf den anderen Bühnen läuft ja auch noch Genau. was. Genau, dann vielen Dank nochmal, Christopher, für den Vortrag, für die Demo-Session und ja, euch allen sonst noch viel Spaß bei der Foskis weiterhin.